Aber ich kann den Hype verstehen. Mhm. Ich habe die früher echt gar nicht gemocht. Aber mittlerweile? Ach, du hast dich gar nicht ausgestellt. Achso, ich hätte mich ausstellen sollen, meinst du? Also wäre vielleicht smart gewesen, hätte ich gedacht. Gehen wir nochmal raus. Weil, ne, immer zwei Leben. Ja. Dann lege ich meinen Controller zur Seite. Muss ich erstmal wieder rausklinken, oder nicht? Ich glaube, du musst das in den Steuerungsmodus gehen einmal. Nee, ich schau mal. Hinzufügen, entfernen. So. Okay. Perfekt. Weil ist es sonst blöd, wenn wir jetzt doppelt so viele Leben verbrauchen, wenn ja. Deine Anwesenheit in dem Level ja sowieso nicht so viel Mehrwert hat? Nein. Was ist denn für atmosphärische Musik in dem Level? Ja. Aber jetzt, Diddy ist quasi jetzt auf meinem Rücken, aber das bist nicht du. Nee, das ist dauerhaft. Und hier kannst du dir mal aussuchen, an welchen du haben willst. Nein! Jetzt musst du es alleine machen. Oh no. Ich will doch nichts zu sagen. Du kannst es ja dann gleich nochmal machen, wenn du die Secret Exits suchst. Okay. Ich bitte mal weg. Ja, war jetzt nicht so gut gelaufen bei mir. Aber dafür sind wir ja auch nicht hier, ne? Für Bonuslevel, sondern für Raketen. Genau. Da ist ein großer Fisch. Ja. Oder will ich snacken? Ich bin kein guter Snack. Kann ich. Kann ich dagegen fliegen? Wahrscheinlich. Nice! Gut gesaved. Ich hätte gerne mehr als zwei Herzen, wenn es geht. Kannst du dir kaufen bei Funky. Nein, nur für diese Level hier. Sonst ist es mir egal. Gut, da ist ein Puzzleteil. Kann da irgendwo ein Speicherschwein? Dankeschön. Weil an sich habe ich ja mit Diddy eigentlich vier Herzen, wenn du halt nicht mitspielst. Mhm. Aber hier habe ich wieder nur zwei. Oh. Oh. Als ob die Wasseroberfläche so schlimm ist. Wahrscheinlich geht die Rakete einfach aus. Kannst du eigentlich immer ins Wasser springen da unten? Ist da noch irgendwie ein Secret? Das wäre schon ein bisschen gemein. Oh ne, nur Bananen und Bananenmünze. Aber ich habe zumindest schon mal die ersten beiden Buchstaben. Ja, erste Hälfte schon mal souverän geschafft. Ich hab's irgendwie mit dem... Oh doch, scheiße, da oben ist das N. Okay, muss man wissen. Wenn man nämlich einmal unten ist, kommt man nicht mehr hoch. Je nach Winkel nicht mehr, nee. Komm ich nicht mehr hoch. Mashst du eigentlich auch mit dem Daumen einfach? Ja. Keine Ahnung, du bist der Mashmeister, vielleicht hast du noch irgendwelche anderen. Ich mashe mit Gefühl. Immer nur so ein bisschen, dass ich halbwegs gerade fliege. Oh. Immer nur so ein bisschen, dass du halbwegs gerade fliegst. Genau, einfach so mit Gefühl. Dass du so irgendwann immer so den Takt hast, dass du, wenn du so ein Stück runter gehst, mashst du wieder so ein Stück. Das ist eng! Okay. Nice. Da gibt es bestimmt auch ein Puzzleteil für, aber naja. Und da gerade natürlich nicht. Und da muss man unten bleiben, scheinbar. Ja. Gut. Das ist immer so ein bisschen 50-50. Muss ich unten oder oben bleiben? Ich muss jetzt ein G aber nochmal holen. Ja. Wo aber ansonsten hier gleich der nächste. Oder der letzte Fisch von dem? Ja. Quatsch. Natürlich, beim ersten Mal habe ich das G perfekt erwischt und beim zweiten Mal nicht. Mhm.
Es ist manchmal aber auch leichter, das spontan zu holen, als wenn man weiß, dass es kommt, finde ich. Ja. Schon wieder! Ich glaube, der jebaitet dich, weil du denkst, der kommt jetzt runter, ja, aber der, ja, bleibt oben. Ja, ja, genau das. Gut, dass wir ohne Death Counter spielen. Wobei ich das generell immer total... Also ich meine, es mag ja Leute geben, die das bei Endstream-Projekten wirklich wollen, ne, dass es dann so einen Death-Counter gibt. Aber ich finde das immer, wenn Leute im Chat das ungefragt machen, immer extremst unhöflich. Und etwas demotivierend. Nach dem Motto, du weißt ja, du stirbst, bist eh schon so, naja, und dann so, 18. Tod, 19. Tod. Das will man eigentlich gar nicht wissen. Ja, wenn man es natürlich haben möchte, okay. Der wollte dich! Der wollte mich, sowas von. Aber ich finde es immer, wenn Leute das so unaufgefordert machen, immer so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht. Okay. Ist hier irgendwo Luft? Da rechts. Ah, da. Oh, da ist der Secret Exit? Da brauchst du Dixie für. Wo ist dann der Ausgang? Oben. Oh. Nicht im Wasser? Mhm. Oh. Nein. Oh, wo ist der zweite Secret Exit? Den hab ich gesehen, da bist du vorbeigeflogen. Ah, da habe ich beim Fliegen noch nicht gemerkt. Aber ich habe immerhin alle Kongo-Stangen geholt. Ja. Nice. Dann darfst du jetzt. Mhm. Hast du wieder sehr souverän gemacht. Yay! Aber ich bin immer sehr froh über jedes Speicherschwein. Definitiv, wenn du dann die Buchstaben abspeichern kannst. Mhm. Gerade wenn du das auch Ziel nimmst, dass du die immer direkt holen möchtest, alle. Ja. Ich habe ganz am Anfang gedacht, als die Musik losging vorhin, dass es eventuell hier Aquatic Ambience ist oder so. Mhm. Aber ist es nicht. Aber es hat mich irgendwie daran erinnert. Ich glaube, ich war einfach greedy, weil ich mich auch so rausbewegt habe aus dem Fass. Und dann habe ich aber das Fass nicht getroffen. Du bist nicht mehr zurückgekommen. Nee. Nice. Good job. Wer hat eigentlich bei... Warum hat eigentlich niemand mal Dixie gesagt, dass ihr Outfit farblich schon so eine Katastrophe ist? So rosa... T-Shirt, irgendwie so halb geknotet, dann aber hat sie kein Höschen dazu an und dann hat sie irgendwie so blaue Ohrringe. Und dann aber die total gelben Haare. Mhm. Irgendwie fliege ich an einem ganzen guten Stuff vorbei. Ja, hab ich ja auch schon geholt. Nicht weiter schlimm. Dafür hast du das Puzzleteil geholt. Ja. Jetzt kann ich mir das Level auch mal angucken, so. Ja. Kein Höschen ist generell keine gute Outfit-Idee. Nee, weil, also zu Hause kann man ja, ne, wie man möchte, aber... So draußen, ja, ist es nicht so empfohlen. Vor allem ist ja Kleidung... Weil wenn du keine Hose auch noch wirklich anhast. Kleidung ist ja auch in erster Linie dafür da, um dich irgendwo auch warm zu halten. Das ist ja der eigentliche Zweck dahinter. Dementsprechend, weiß ich nicht, ist vielleicht auch ein bisschen luftig dann. On. On? Nein, nur on. Ah. Du bist angeschaltet. Cool. Stell dir vor, sie hätten sich dazu entschieden, dass du nicht Kong sammeln musst, sondern Donkey. Oh, da. Stimmt. Mhm. Hättest du sogar mehr zum Sammeln. Wen brauche ich hier? Dixie. Und das da unten führt dich dann einfach wieder raus. Zurück, wenn du Dixie nicht dabei hast. Ah. Interessant, dass die zwei Secret Exits beide im gleichen Level sind. Und du brauchst für beide Dixie. Ich habe mir das Gefühl, Dixie ist eher... Wobei, nee, das könnte auch mit Cranky schaffen. Der kommt auch ein bisschen höher, nur die nicht. Ist Dixie auch am beliebtesten? Weiß ich nicht. Und du bist einfach funky, der kann alles. Genau. Mit Dixie gehen beide, mit Cranky einer und Didi ist nutzlos. Aber in Returns gab's nur Didi, oder? Ja. Aber gab es die auch alle in anderen Donkey Kong-Spielen schon? Naja, Didi gab es auch im allerersten Donkey Kong Country und im zweiten. Dixie gab es im zweiten und im dritten. Und Cranky war einfach nur der nörgelnde Opa in allen Spielen.
Worüber hat der genörgelt? Dass er besser ist als du. Das ist sowieso die Story eigentlich. Ist immer meine Bananen sind weg? Im ersten Teil hat Kirul deine Bananen geklaut, deswegen ja, jagst du ihn. Im zweiten Teil hat Kirul Donkey Kong entführt, deswegen jagst du ihn. Im dritten Teil hat Kirul Donkey Kong und Diddy Kong entführt, deswegen jagst du ihn. Im zweiten Teil spielst du dann Diddy und Dixie. Ja. Wie spielst du im dritten Teil? Dixie und Kitty. Das der Ding mit der Windel. Ja. Der kleine Cousin von. Den mag ich nicht, der sieht dumm aus. Und seitdem. Und seit Donkey Kong 64 gibt es Kirul halt einfach nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, wo ist Kirul eigentlich? Hat er sich auf Smash die ganze Zeit vorbereitet? Und wo ist hier dieses der Affe mit der Windel? Ich meine, Kirul hat man so lange nicht mehr reingebracht, weil man keine Rechte mehr an den hatte. Und der andere, der Affe da? Der Affe da ist auch eine super Aussage bei Donkey Kong. Aber gab es nicht noch auch eine mit Boobs? Das ist Candy Kong. Was ist mit der? Das ist deine Speicherdame im ersten Donkey Kong Country. Ist sie zu lasziv, deswegen haben sie die nicht nochmal eingebaut? Die kam in Donkey Kong 64, meine ich zumindest, nochmal vor. Aber hier irgendwie sind die alle abhanden gekommen. Genau. Ich weiß nicht, ob es vielleicht wirklich so eine rechte Sache ist, dass die einfach keine Rechte diesmal mehr haben. Diesmal bist du nur NG. Und die einfach keine Rechte mehr haben, die anderen Kongs oder Kirul und sowas zu verwenden, weil die halt immer noch Rare hat. Und Rare gehört Microsoft. Aber für Smash haben sie sich dann doch mal geopfert und gesagt, können wir haben. In Smash ist auch jeder drin. In Smash ist auch Cloud drin, der nichts mit Nintendo zu tun hat. Und Sora. Aber ja. Da ist immerhin ja die Collection auf der Switch irgendwie. Ich glaube, es ist sowieso kein Argument mehr für, den können wir auch in Smash bringen mit der Warma in irgendeinem Spiel. Oh. Wenn Joker ist in Smash, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Weil ich erinnere mich noch ganz genau, wie du mich morgens geweckt hast und so meintest, ja, Joker ist in Smash. Und ich erstmal so, weil ich das einfach so abwegig fand, so, hä, der aus Batman? Erinnerst du dich da noch dran? Ja. Also, nee, der aus Persona. Hä? Ja, der letzte Big Fish, der da unten tot am Boden lag. So. Damit haben wir alle Level freigeschaltet da hinten. Nice. Kannst du dir aussuchen, ob du dich durchswingen möchtest oder wie auch immer die anderen Level heißen. Also ich möchte mich jetzt... Warum haben diese Ranken da rechts so eine unglaublich unvorteilhafte Farbe? Darf ich wieder mitmachen? Ja. Yay! Yeah! Yeah! Dann schwing dein Ding. Okay, nein, swing dein Ding. Okay. Ich kann meinen Pferdeschwanz schwingen hier. Ich kann meine Brille schwingen. Deine Brille? Nee, geht die kaputt. Okay. Du kannst auch deine 3 cm langen Haare wirbeln. Was ist eigentlich mit diesem traurigen Gockel da immer? Ich weiß nicht, der ist traurig. Aber warum ist er traurig? Das habe ich ihn noch trauriger gemacht, indem ich ihn getötet habe. Wobei, wenn er tot ist, ist er nicht mehr traurig. Das ist auch ein interessantes Prinzip hier. Oh no, frische Fische! Frische Fische, sie springen schon aus der Pfanne. Weißt du wenigstens, was ich immer meine? Nein. Als ob du nicht weißt, warum ich die ganze Zeit von frischen Fischen rede. Nein. Ich bin ein... Wie hänge ich da? Witzig. Ich bin enttäuscht. Aber sie sind so frisch, dass sie schon aus der Pfanne springen? Asterix sehe ich da gerade im Chat. Ja. Was ist das für ein beschissenes Bonus-Level? Eins, wo du draufgegangen bist. Wirklich? Ja. Gut, dass du das nochmal hervorgehoben hast. Ja. Sonst wäre es dir nicht aufgefallen. Easy. Der Chat hat's immerhin erkannt. Leo, welcher von allen? Oh. Okay. Danke. Nein!
Da hab dich gerecht. Okay. Dom, 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 dom. Oh, wir haben ein paar Leben gesammelt. Psst. Okay. Ich geh schon mal weiter. Okay. Das war knapp. Das habe ich dann auch gemerkt. Deswegen bin ich da auch nicht gesprungen an der Stelle. Ah. Okay. Nice. Oh, okay. I did it. Du tatest es? Tatete es sowas von. Oh, ich kann alles einsammeln. Okay. Cool. Leben! Für die Stream Week? Gott. Ja, fast. Oh, es hat doch funktioniert. Der hatte keinen Durst. Nee. Okay. Willst du rüber? Ach so, ja. Oh, ich hatte gar keinen. Oh. Sicher, dass das so eine gute Idee ist. Moment. Erst einmal den aktivieren. Dann herunter. Und dann schnell nach rechts hoch. Okay. Und ich komme hinterher. Cheater. Nein, die frischen. Nein, die frischen Fische haben mich getötet! Was, Fischers Fritz? Nein. Yay! Cool. So. Ah! Gebetet! Achtung. Moment. Okay. Ich hab's bekommen. Nice. Du dumme Vogel, nur weil er traurig ist. Musst du uns auch traurig machen. Wait. Komm mal mit. Don't leave me. Cause I'm beautiful. Okay. Irgendwie. Sag einfach nichts dazu. Wäre da oben was gewesen, glaube ich. Aber gut. Ich bin traurig, den Vogel. Da unten wäre was. Kann man? Moment. Du hast mich schon wieder verlassen. Porte dich einfach hier rüber. Manchmal geht das einfach schneller. Nein! So. Okay. Einfach nass gemacht. Oh, Bananas. Get the bananas. Cool. Gibt's einen Banana-Song? Oh, Banana! Komm her, schnell! Wow! Ja. Ich glaube aber, oh, Banana ist kein Song. Nicht? Hast du irgendwie irgendwas zu sagen? Nein. Okay, schnell rüber. Oh, what you say? Ja, das habe ich zu sagen. Schieß den Bullen ab! Schieß den Bullen ab! Was ist denn heute mit deinen Songs? Aber ernsthaft, gibt es irgendein Bananenlied? Oh, Banana ist ja nur sein Donkey Kong Slogan, oder? Bananas in Pyjamas? Das habe ich nie gesehen. Oh Gott! Moment, zurück, zurück! Okay, dann nimmst du den zweiten. Und rüber. Nimmst du auch einen? Okay. Gab's nicht noch das Banana Phone? Ring, 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 ring. Banana Phone! Nein, ich wär schon wieder dumm! Nein, ich bin nicht dran gekommen! Moment, lass mich schnell hoch. Okay. Okay. Müssen wir da gerade noch die Nase kratzen. Kannst du doch nicht einfach random die Nase kratzen? Ja, doch.
Okay. Bin du zuerst. Moment. Mir ist gerade aufgefallen, dass es nicht so eine kluge Idee war. I'm back. Okay. Gucken wir das nochmal. Warte. Komm. Ich sehe halt nichts. Ich kann mich nicht rausschießen, weil du nicht dabei bist. Okay, halt dich gleich einfach mit dran fest. Jetzt nach links springen und sofort schießen. Ja, fast. Ist einfach nicht nach links gesprungen. Siehst du meinen Gesichtsausdruck? Probieren wir das nochmal. Nein, habe ich nicht festgehalten. Ich kann nicht schießen, wenn du nicht dabei bist. Nein. Festhalten. Jetzt nach links zurückspringen und schießen. Yes. Das klang jetzt ein bisschen passiv-aggressiv von dir. Was war ich passiv-aggressiv? Warum? Jetzt bin ich aktiv-aggressiv. Hallo? Musst du dein Gesicht schwabbeln? Hast du gesabbert? Nein. Das war nur mein Wasser. Welches Wasser? Wasser aus deinem Mund nennt man in der Regel Sabba. Wie dass du so eine versteckte Gießkanne in der Fresse hast. Vielleicht ja doch. Der wurde mit so die Pflanze gießen. Eine Aquakanara. Weil dann wiederum, du gießt nie Pflanzen, die würden alle elendig verrecken. Ja. Deswegen musst du sie gießen mit deiner Aquakanara. Nee, ich nehme die Gießkanne. Dein Mund? Nein. Rankenrumba!